Politics. Die Kritiker sind sich einig. Zu albern. Viel zu lang. Wir fühlen uns verarscht. Und deswegen machen wir es jetzt so wie jeder andere YouTuber. Deswegen gibt es ab jetzt nach jedem Wort einen unnötigen Schnitt und Wechsel der Kameraeinstellung, damit es nicht so langweilig aussieht. Und wir machen jetzt auch Schminktipps, spielen Let's Plays und trainieren unsere Muskeln mit Gurki. Ich bin nur hier, damit die Assis mehr Klicks kriegen. Ich Käse mit Gurki essen. Und unser Inhalt, der wird ab jetzt auch ganz trocken rübergebracht. Trocken. Gleiches Thema wie in der Anmoderation von Folge 2. Immer noch aktuell. Voll brisant. Edward Snowden. Prism. Verfolgung. Check it. Out. Wie wird man? In unserem Kurzknicke erklären wir euch heute, was ihr braucht, wenn es euch danach dürstet, ein Whistleblower zu werden. Was versteht man darunter? Ein Whistleblower ist im Endeffekt eine Petze. Aber nur aus Sicht des Staates. Er hat etwas ans Licht gebracht, was der Staat verbockt hat, was das Volk aber nie wissen sollte. Erstens, IQ. Um ein Whistleblower zu werden, brauchst du erstmal Bildung. Besorge dir am besten einen Eliteabschluss an einer Universität. Etwas in Richtung Informationstechnologie, Mathematik oder irgendwas mit Computern. Du kannst auch bescheißen. Dann kannst du immer noch Politiker werden. Zweitens, Job. Als nächstes brauchst du einen Job bei einem Geheimdienst deiner Wahl. Hallo, ich wollte mal fragen, ob ich bei Ihren Vereinen mitarbeiten darf. Hier ist mein Abschlusszeugnis. Haben Sie ein Problem damit, Leute auszuspionieren? Nein, gar nicht. Ich beobachte meine Nachbarin schon seit 5 Jahren, wie sie sich umzieht. Haben Sie Aufnahmen davon gemacht? Ja, klar. Ja, herzlich willkommen. Sie sind perfekt. Ja, kommen Sie rein. Cool. Drittens, küsse Ärsche. Um dir Vertrauen zu erarbeiten, musst du dich natürlich erstmal etwas einschleimen, hochschlafen und ein paar Hintern küssen. Viertens, finde streng geheime Dokumente. Das ist die schwierigste aller Aufgaben. Nein, nicht das. Streng geheime Dokumente. Ganz genau. Fünftens, sei angepisst. Jetzt musst du nur noch angepisst sein über das, was in den Dokumenten steht. Voll gemein, da werden ja die Menschenrechte verletzt. Sechstens, die Tat. Wer hat diesen Kram hier veröffentlicht? Siebtens, bereite dich vor auf lebenslange Verfolgung. Dir wird es nicht gut ergehen. Sei fit, denn du musst rennen. Wenn gar nichts mehr klappt, dann spare dein Geld für eine Geschlechtsumwandlung. Verdammt, wo ist der Typ hin? Kannst du ihn sehen? Habt ihr eine Spur? Verdammt, wir haben ihn verloren. Super, du hast es geschafft. Du bist jetzt Whistleblower. Wir danken dir für deinen Mut und deine wichtige Tat. Stell dir mal vor, du würdest so 900, knapp 1000 Euro kriegen vom Staat. Ohne Bedingungen, einfach so. Dein Leben lang, ja. Wenn du willst. Würdest du da noch arbeiten gehen? Nö. Ne? Warum? Also mir wäre das geil. Mir wäre das nicht ganz genug. Es wäre ein bisschen langweilig, die ganze Zeit zu Hause zu hocken. Echt? Ich find's cool. Ja, also ich nicht. Das nennt sich das bedingungslose Grundeinkommen. Und was die Parteien in Deutschland dazu sagen, das können uns unsere zwei kleinen Freunde erzählen. Die sind immer so lieb gewesen, voll süß. Ich glaube, das wird voller Hammer. Um was geht es diesmal? Das bedingungslose Grundeinkommen. Was ist denn das? Das hieße, dass jeder Bürger ohne Bedingung und zeitlich unbegrenzt eine Geldmenge vom Staat erhalten würde, die zur Existenzsicherung ausreicht. Egal, ob man arbeiten will oder auch wie alt man ist. Darüber wird schon länger debattiert. Die Höhe des Geldes schwankt dabei zwischen 400 Euro und um die 1000 Euro. Und wie denken die Parteien darüber? Die SPD ist für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, was die Existenz ausreichend sichert. Sie glauben, dass dadurch Menschen einfacher in die Selbstständigkeit gehen können und insgesamt glücklicher werden. Die Grünen sind ebenfalls für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie betonen die dadurch wachsende soziale Akzeptanz der Menschen untereinander und den Abbau der Bürokratie. Auch die Linke möchte ein BGE umgesetzt sehen und argumentiert mit der Aufhebung von sozialer Ausgrenzung, da man keinen schlechten Ruf aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Geldmangel mehr hätte und ebenso Armut natürlich nicht mehr möglich wäre. Die Piratenpartei möchte ein BGE einführen, will aber mit einem geringeren Grundeinkommen anfangen und wenn alles gut klappt, langsam erhöhen. Die FDP möchte ein Bürgergeld einführen, was auch ein Grundeinkommen wäre, aber nur rund 650 Euro betragen würde. Die FDP möchte es auch an die Bedingung einer Prüfung auf Bedürftigkeit und Arbeitswillen koppeln. Die CDU, da ist man sich wohl uneinig. Manche Parteimitglieder möchten ein BGE einführen und manche halten es für ungut. Aber was kann man denn überhaupt noch gegen das BGE haben? Nun, dadurch würden ja aber auch Arbeitsplätze wegfallen. Und man kann auch sagen, warum sollte jeder aus Steuergeldern Einkommen kriegen? Egal, ob er arbeiten will oder zum Beispiel die Eltern sehr viel Vermögen haben.
Und der genaue Finanzierungsplan für ein wirklich ausreichendes BGE ist auch noch nicht klar formuliert. Und? Würde die Gesellschaft nicht zusammenbrechen? Wer würde noch groß arbeiten gehen wollen? Wer würde noch unliebsame Arbeiten machen? Zum Beispiel bei der Müllabfuhr, Stadtreinigung und auf der Baustelle arbeiten? Also ich weiß ja nicht. So gut, und was machen wir jetzt? Nicht wieder Erdnüsse auf jeden Fall. Auf die habe ich allergisch reagiert. Ole, sag mal, warum bist du eigentlich heute früh zu spät gekommen? Dein Ernst jetzt? Warum fragst du mich das? Du weißt doch ganz genau, dass ich voll weit weg wohne noch. Ja, und jetzt? Ich fahre immer mit dieser Bahn, weißt du? Mit der Bahn, Mann! Fahr ich jeden... Alter, ey, das kotzt mich richtig an! Was denn los? Was denn? Ey, ich werde euch sagen, warum ich zu spät gekommen bin. Der Ausraster! So! Ich sag jetzt mal was, ich bin schon seit 5 Jahren Westbahnkunde. In den ganzen 5 Jahren kam die Bahn mindestens einmal pro Woche zu spät. Als Westbahnkunde und deutsche Bahnkunde, weiß man, es gibt verschiedene Arten der Verspätung. Punkt 1, Weichenstörung. Punkt 2, Baustellen. Punkt 3, Streik. Punkt 4, alle Jahre wieder die Winterzeit. Als würdet ihr nicht wissen, dass es im Winter schneit oder was? Das alles kotzt mich an! Und warum könnt ihr Säcke euch das erlauben? Natürlich, weil ihr ein privatisierter Wagen seid! Und deswegen erhebt ihr jedes Jahr einen Preis! Aber haltet euch nicht an den Fahrplan! Leckt mich auf! Weiß hab ich meinen Führerschein, dann könnt ihr mich richtig an mein Gequillt. Die Deutsche Bahn ist. Das war's mit Politics. Auf Wiedersehen. Wir gehen in den Sommerurlaub für ganze 2 Wochen. Sprich, es ändert sich nichts. Ja. Wir hauen rein. Tschüssi, mach's gut. Komm, hau ab. Ja. Ach, Scheiße, das hat wehgetan. Kannst du das nächste Mal ein bisschen lassen? Okay, tut mir leid. Das ist echt ein Urlaub, der muss sich auskurieren, Alter. Oh ja. Wo geht's denn hin? Wannsee. Super.